Der Prophet bringt uns hierbei: Du hast eine Sünde getan und du bereust heute nicht. Auch nicht morgen, auch nicht übermorgen, auch nicht in einem Monat, auch nicht in einem Jahr, sondern in 5 Jahren. Bereust du deine Sünde? Nimmt Allah die Reue an? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt uns hierbei, dass Allah die Reue annimmt, auch wenn sie später kommt. Wenn der Diener am Tage sündigt, kann Allah ihm am Abend oder in der Nacht vergeben und genauso andersrum. Wenn man tagsüber sündigt, vergibt Allah dir nachts, wenn du bereust. Wenn du in der Nacht sündigst, vergibt dir Allah am Tage, wenn du bereust. Warum? Warum reicht Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand für den Diener? Das heißt, Allah ist bereit, dir deine Sünden zu vergeben. Jeden Tag, immer nachts und immer tagsüber, ist Allah subhanahu wa ta'ala bereit, der Gewaltige, Al-Aziz, der Stolze, Al-Kabir, der Größte, bereit dazu, dir zu vergeben. Warum? Nochmal, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Reue liebt. Er liebt es, wenn du um Vergebung bittest. Er liebt es, wenn du ihn um Verzeihung bittest. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Quran, Surat An-Nisa. Und Allah möchte euch vergeben. Das heißt, er liebt es, euch zu vergeben. Er liebt es, euch zu verzeihen. Egal wie viele Sünden ihr gemacht habt. Weil der Shaitan und die Nefs flüstern einem ein. Warum willst du bereuen? Du hast doch so viel Schlechtes getan. Du hast doch so viel gesündigt. Du hast doch so viel getan. Wie soll dir Allah noch vergeben? Allah sagt, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte dir vergeben. Egal was der Shaitan dir einflüstert. Egal was deine Nefs dir einflüstert. Egal was die Menschen vielleicht um dich herum dir sagen und dir einflüstern. Wisse, Allah über dem Himmel möchte dir verzeihen. Und er möchte deine Sünden vergeben. Und er möchte nicht nur deine Sünden vergeben, sondern deine Sünden auslöschen. Oder er möchte sogar vielleicht deine Sünden zu guten Taten verwandeln. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auch überliefert hat, dass Allah in der Lage ist, Sünden zu guten Taten umzuwandeln. Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem die Sünden vergibt, auch wenn man später bereut hat, bedeutet das nicht, dass man nicht die Taube sofort machen soll. Nein, vielmehr soll man die Taube direkt nach der Sünde machen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Und lasse der Sünde eine gute Tat folgen. Dadurch wird die Sünde auch gelöscht. Und eine der besten Hasanat, sozusagen eine der besten guten Taten ist was? Ist die Taube. Das heißt, wenn du gesündigt hast, mache sofort die Taube, damit diese Sünde auch sofort gelöscht wird.